Hallo Rico. Ja, mal ein Retourgerät. Hier war nicht alles perfekt gewesen, aber alles halb so wild, so wie es aussieht. Er meinte nämlich, es riecht verschmort. Dann bin ich auf die Suche gegangen, hatte schon die Vorwiderstände im Verdacht gehabt und dann die Transistoren. Hier sieht aber alles gut aus, hier sieht nichts verschmort aus. Das Einzige, wo etwas Heißleim hingetropft ist, wo es nicht hintropfen sollte, ist hier unten auf diese Diode oder auf den Anschluss der Diode, besser gesagt, der war mit Heißleim hier fixiert, mal kurz, und der ist jetzt runtergetropft aufs Kühlblech sozusagen und schmort dann hier vor sich hin. Ich werde dann hier drüben mal noch ein paar extra Lüftungslöcher reinmachen. Von hier vorne kommen auch noch ein paar extra Lüftungslöcher rein. Und den Heißleim werde ich jetzt hier wegkratzen, dass es nicht mehr schmort, also dass es nicht mehr verschmort riecht. Ja, die werden halt schweineheiß, die Dioden, dann unter Volllastbetrieb. Ja, da ist an der Stelle Heißleim ungünstig gewesen. Wieder was gelernt. Ja. Dickere Kabel bekommst du auch noch dran. Und dann denke ich mal, müsste er rennen. So. Aufgrund der Info, dass du mir geschrieben hast, dass er bei 29,7 Volt noch um die 15 Ampere reingehauen hat, habe ich dir die Endleerlaufspannung mal noch ein bisschen runtergedreht, ne? Von 33,3 jetzt auf 31,3, weil du hast ja noch normale Bleisäurebatterien und da ist es schon ziemlich heftig, dass er bei fast 30 Volt immer noch 15 Ampere reinhaut. Ich will ja nicht, dass du dir deine Zellen zerschießt, ne? Mit Alaun wäre das kein Thema, denke ich, aber mit Bleisäure da doch ein bisschen aufpassen. Ja, wie das wieder zurückstellst, weißt du ja, ne, über die kleinen Potti-Dinger hier. Und ja, hier sind jetzt noch ein paar Lüftungslöcher reingekommen, hier unten, dass die Diode ordentliche Frischluft bekommt. Und dann denke ich mal, müsste das rennen. Ja, dickere Kabel sind auch rangekommen. Ich hoffe mal, das passt so. So, fertig ist es. Jetzt ist es noch perfektioniert worden. Und zwar habe ich mitbekommen, dass das Panel hier angeschalten war, als du es hergeschickt hast. Und dann war hier natürlich der Akku alle gewesen. Ja. Und es wird ja dann öfters passieren, dass man hier einfach das Ding zumacht und hier vergisst auszuschalten. Also ist jetzt hier zusätzlich noch... Aha! Hier ein kleiner Read-Switch rangekommen, der durch den Magneten hier geschalten wird. Und dann ist das Ding aus, wenn man es zumacht, und geht erst an, wenn man es aufmacht. Ja, kannst dann hier drüben trotzdem noch einmal ein- und ausschalten. Wenn es hier aber eingeschalten ist, dann ist die automatische An- und Ausschaltung hier drüben dafür zuständig. Okay, so, das war's. Dann wünsche ich euch eine schöne Zeit.